Nintendo hat verkackt, Nintendo hat verloren. Immer wieder lese ich das auf Twitter von irgendwelchen Leuten, die gestern die Direct gesehen haben. Ich habe sie auch live verfolgt, Leute. Und ganz ehrlich, bei so Perlen wie Luigi's Mansion 3 oder ein neues Animal Crossing für die Nintendo Switch, was gestern auch angekündigt wurde, also es wurden wirklich zwei krasse neue riesige Nintendo-Titel angekündigt aus dem Nichts. Aber es ist das ständige Thema, dass die Fans einfach enttäuscht sind. Obwohl Nintendo ja gar keinen großen Hype aufbaut. Der Hype mit den ganzen Fake-Leaks und alles immer, was auf Twitter rumkursiert, was angekündigt wird und sonstiges, kommt auch nur von den Leuten. Und natürlich, Leute, auch dieser Hype mit diesen ganzen Smash-Charakteren. Natürlich, Smash kommt, wir freuen uns alle extrem drauf. Wir erwarten alle noch mindestens 10 Charaktere, die wir uns jetzt sofort ab Release schon da drin wünschen. Wie ich immer wieder lese, Goku oder ich lese immer wieder Waluigi oder sonstiges. Natürlich, Leute, das sind die Wünsche. Ich hab's immer im Herzen auch, dass ich mir am liebsten wünsche, dass die kommen. Aber Nintendo verspricht halt nichts, Leute. Man muss immer wieder die Hände runternehmen und nicht auf Nintendo zeigen. Und jetzt am Ende der Direct zeigen sie einfach Isabelle als spielbaren Smash-Kämpfer, Leute. Natürlich, man kann sich... Also es gibt wahrscheinlich Leute, die sich darüber freuen, über Isabelle. Ich persönlich nicht. Ich bin ein riesiger Animal Crossing-Fan, aber trotzdem ist Isabelle jetzt nicht ein Charakter, wo ich denke, ja, Mann, nice. Aber es war der perfekte Zeitpunkt für Nintendo, einfach einen Charakter in Smash einzuführen und damit dann noch das neue Spiel anzuteasen mit Tom Nook am Ende. Ein Animal Crossing 2019, Leute. Und das wird so phänomenal geil. Außerdem haben sie gestern noch ein New Super Mario Bros. U Deluxe angekündigt, wo ich darüber auch schon ein Video gemacht habe, Leute. Ihr könnt euch alle dran erinnern. Über den Leak vor ein, zwei Wochen und es kommt genau dieses Spiel raus. Genau das Video, was ich gemacht habe. Genau diese Leaks wurden wahr. Einfach krass. Da freue ich mich extrem drauf. Es kommt leider erst im Januar. Luigi's Mansion 3, auch extrem geil. Freue ich mich auch drauf, auf der Nintendo Switch endlich mit Luigi's Mansion zu spielen. Außerdem, was mich persönlich noch gefreut hat, ein Beautiful Katamari-Teil kommt für die Nintendo Switch. Da freue ich mich auch extrem drüber, Leute, weil das ist wirklich eine Reihe, die ich gerne spiele, viel gespielt habe. Und deswegen, Leute, Nintendo haut einfach eine dicke Reihe von Spielen raus in einer Direct. Neuankündigungen von Riesentitel, die von Nintendo selbst kommen. Und jetzt müsst ihr das mal übertragen auf andere Entwickler, weil die Leute immer so ein bisschen auf Nintendo zeigen und sagen, ja, guck mal, was die da präsentieren und so. Weil viele sich jetzt wundern. Natürlich, ich hätte mir auch einen Mario Odyssey DLC Trailer oder sowas gewünscht. Oder Waluigi Trailer am Ende noch in Smash oder so. Leute, natürlich, sowas wünscht man sich und so. Aber wir haben Luigi's Mansion 3, wie eben erwähnt, Animal Crossing, Pokémon was Neues gesehen, plus wir haben New Super Mario Bros. U Deluxe. Zwar kein neues Spiel, aber eine neue Aufmachung von dem Spiel. Auch eine Neuankündigung auf jeden Fall. Einfach so umsonst bekommen, Leute. Für nichts. Und das Ding ist, wenn wir das jetzt auf Sony oder Microsoft übertragen, wann macht zum Beispiel Microsoft oder Sony sowas wie eine Direct? Stellt euch nur mal vor, Sony würde auch so eine Direct machen oder einfach eine Pressekonferenz, die auch alle paar Monate mal kommt, wo sie auch jetzt neue Titel wie zum Beispiel das neue Uncharted zeigen oder das neue God of War oder neues Infamous oder sonstiges. Zeigen sie einfach so. Aber nein, die Entwickler wie Microsoft oder Sony, die sparen immer alles auf für die E3, um das dann da zu verfeuern. Und dann immer werden sie dann noch als die Gewinner der E3 oder so angesehen. Obwohl Nintendo das ganze Pulver jetzt schon verfeuert. Die verfeuern ihr Pulver in den ganzen Directs mit krassen neuen Titeln. Stellt euch mal vor, Luigi's Mansion und Animal Crossing wären auch noch auf der E3 von Nintendo gezeigt worden, Leute. Wie krass wäre das dann? Dann wäre das ganze Internet zusammengebrochen und kein Mensch hätte mehr ansatzweise das in Frage gestellt, dass Nintendo dort nicht irgendwie die E3 abgeräumt hat. Und deswegen, Leute, ich kann euch das nur ans Herz legen. Seid nicht enttäuscht von Sachen, die gar nicht irgendwie angekündigt werden oder dass ihr enttäuscht seid von einer Direct, weil eine Direct ist nur was für uns Fans extra, was wir kriegen geschenkt von Nintendo, was andere Entwickler gar nicht machen, überhaupt nicht. Und es ist wirklich immer so ein kleines Kribbeln im Bauch, wie so eine Mini-E3. Ich wollte einfach meine Worte hier zu in Klammern dieser kleinen Enttäuschung, die bei vielen Fans oder bei vielen Leuten einfach in den Augen ist mit der Direct, dass jetzt kein krasser Kämpfer angekündigt wurde oder kein krasses neues Spiel, was für die cool ist. Weil ganz ehrlich, Luigi's Mansion 3 und Animal Crossing sind für mich richtig geil, aber viele jucken sich darüber halt nicht und deswegen ist das für die einfach irrelevant. Deswegen, Leute, alle ein Herz in die Kommentare für Nintendo, dass sie überhaupt sowas machen. Und damit bin ich jetzt auch raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.